Hallo und willkommen zurück in der Höhle der tausend Tode. Hier ist Obsidian in der letzten Folge entstanden, indem ich diesen Fluss umgeleitet habe. Und in dieser Folge werden wir dahin gehen, den erstmal abzubauen. Und dazu brauche ich die Diamanthacke, Diamantspitzhacke. Und ich würde sagen, bevor hier lang rumzureden, legen wir direkt los. Ich teste das mal. Eigentlich müsste das ja... Oh, das dauert ein bisschen, ne? So, und theoretisch, wenn der abgebaut ist, müsste ja... Genau, direkt ein neuer entstehen. Das ist ja ziemlich praktisch. Da könnte man sich... könnten wir uns hier komplett vorarbeiten. Oh je. Oh je. Oh je, oh je. Oje, oje, deswegen, denn ich hoffe, die Diamantspitzhacke reicht aus, um 10 Steine abzubauen. 10 benötigt man, um ein Netherportal zu bauen. Ja, das dauert ein bisschen. Jawohl. Aber ist ja eine gute Sache hier. Vor allen Dingen, das ist ja... dann total cool, dass das Wasser jetzt hier ist und ich immer wieder Obsidian abbauen kann. Ist ja, bis hier dieser Lavafluss versiegt ist. Oh, was wird denn da unten drunter deutlich? Ist das Eisen? Oder gar Gold? Was ist Eisenerz? Ah ja, okay. Seht ihr, da können wir da noch abbauen, theoretisch, aber das nicht in dieser Folge. Ich wollte euch ja eigentlich den Stollen zeigen. Da muss man schon wild hacken, stelle ich fest. Ich gehe mal hier rüber, damit das nicht zu weit... Ja, genau. Zu weit da reingeht. Okay, das dauert schon eine Zeit. So hacken wir. Hi ho, hi ho. Hacken, bis der Arzt kommt. Oh, schaut mal, hier gibt's auch Redstone direkt. Unter dem Obsidian versteckt. Unter der Lava zuvor, ja. Na komm. Ja, das theoretisch reicht es. Ich frage mich, was kann man noch aus Obsidian bauen? Das wäre so... außer dieses Netherportal. Oh, ja, das wäre ungünstig, ne, wenn da reinzufallen. Könnte man so sagen, so, komm hier. Jawohl. Auch fies, ne? Hätte ich da so in einem Redstone gestanden oder abgebaut und reingefallen, dann wäre ich elendig jetzt verbrannt in der Lava. Aber dieser geht, ne? Ja, der geht. Seht ihr, dann sind diese kleinen Dinger, die kann man dann aufsammeln. Dann mache ich doch hier einfach mal... Geht das mit Erde? Ja, geht sogar auch mit Erde, hätte ich nicht gedacht. Ja. Okay. Wieder was gelernt. So, hier einmal zu. Dann hier einmal zu. Und dann haben wir hier unser quasi unser Obsidian-Lager. Das gefällt mir gut. Können wir das wegmachen? Ja, den nicht. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ach, da nehme ich hier den auch noch mit. Aber nicht mit der Diamanthacke, die ist zu wertvoll. Sondern mit der Eisenhacke. Was ist das viel? Klimper, klimper.
jetzt bricht hier aber hoffentlich nichts. Nee, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass mir jetzt hier das Wasser irgendwie drüber läuft, während ich hier... Ah nee, das geht. Das geht alles ganz easy. Komm, den will ich aber auch noch jetzt hier. So. Okay, perfekt. Echt perfekt. Das kann weg. Ja, okay, hier fließt er rein, ne? Und dann fließt er unter uns durch und dann dort rüber. Das war ja eigentlich anders angedacht. Habe ich jetzt, wahrscheinlich habe ich es nicht dabei, ne? Ich habe die eine Läpsche, aber aus denen könnte ich was bauen. Ja, dass wir uns hier so ein bisschen einen Steg bauen, das wäre gut. Ach, das geht gar nicht. Muss zur Handwerksbank. Schade. Ich baue hier schnell eine. Ist ja egal, im Grunde. Zack. Dann die auf der Hand. Einmal hier ins Eck. Und dann können wir uns hier ganz schnieke ein paar... dann können wir den Fluss quasi überschreiten, ohne nass zu werden. Und haben hier so eine Verbindung gemacht. Ich finde das ganz gut, die zwei. Zack, Inventar schon voll. Hey, da ist echt voll, ne? Eine Unverfrorenheit. Dann esse ich doch einfach diese blöden Beeren. So. Und dann legen wir uns das hier hin. Und dann können wir jetzt hier... ich mache noch ein bisschen Eklogit. Das muss ja nicht so hässlich hier sein, ne? So, zack. Das war ja quasi der Versuch, den Fluss hier lang zu leiten, aber das ist ja so viel besser. Genau. Dann machen wir hier mal zu nochmal. So. Oh, das ist ja auch schön, wenn man das sieht. Genau. Dann sollte es ja hier, genau. Eigentlich wäre es schön, wenn man das auch so sieht, wo es runterfließt, ne? Und, achso, die habe ich schon auf der Hand. Dann machen wir hier jetzt quasi unseren Steg. Genau so. Zack. Das 27, ja, müsste hingehen. Dass da keiner in den Fluss fällt und dann, oh nein. Ja. Es gibt bestimmt schönere Methoden, aber ich finde das schon ganz gelungen, ne? Dann fließt das trotzdem weiter. Ich hätte da auch einfach... So. Ja, das ist wichtig, hier diese Kante ist wichtig, dann hier rein. Ist das weiter? Ich weiß es gar nicht. Das ist ja auch Blödsinn, was ich da mache. Warum sagt mir das keiner? Ist ja, es geht ja darum, dass das passt und dann muss ich, es geht ja darum, dass das oben weiter fließt, ne? Also da könnte noch eine hin. Zack. Und ab hier, zack, zack. Genau. So, das fließt ja eh weiter. Naja, aber da weiß ich wieder nicht, ne? Dann lieber mal so. Und so. Und dann geht's hier wieder den Steinen weiter. So hat man das... nee. Dann einmal das weg. Jo, das ist doch wieder gut geworden. Genau, dann kann man hier komplett durchgehen und dort... Hallo? Welch Frevel? Wieso ist denn das jetzt versiegt? Habe ich das damit gestaut? Ernsthaft? Ja, tatsächlich.
Wieso staut das denn? Ah, Moment. So. Wenn ich das jetzt... Staut das? So, jetzt staut aber nichts, oder? Mal schauen. Läuft es? Nö. Das ist ja... Wie kann der Wicht hier das stauen? Das ist doch etwas... Läuft das echt da über die Kante? Dann machen wir hier noch. So. Aber theoretisch müsste das doch jetzt... Hä? Was ist denn hier der Fehler? Hier vielleicht? Ach, habe ich es da jetzt? Irgendwo hört es doch jetzt hier auf zu fließen. Ist das hier? Ja, irgendwie hört es hier auf, ne? So, jetzt fließt es wieder. Die ganzen Sachen natürlich verloren. Fließt jetzt auch hier runter. Das ist ja jetzt, das ist ja blöd. Was soll denn das? Ah, da hängt es, seht ihr? Das war, glaube ich, auch nicht so das Geschickteste. Ja, das auch nicht. Okay. Das, was hier hängt, das verwundert mich. So, wenn ich das jetzt... Jetzt müsste das aber doch wieder fließen. Fließt es? Super. Dann jetzt aber hier hoch. Wieso fließt denn das nicht? Wieso fließt denn das nicht? Muss ja hier wieder irgendwo der Fehler im System liegen. Hier fließt es noch. Und irgendwo wird es sich stauen. Das war die Fledermaus. Da! Da ist der Übeltäter. So. Und dann da. Bitte. Genau da, dann muss es... So, dann machen wir es einfach so. Zack. Genau. So, dann lassen wir das einfach genau so, wie es jetzt da ist. Ich gehe mal wieder... Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn hier raus? Na nü. Wo geht's hier raus? Hier. Geht's hier raus? Nee, doch. Hier geht's raus. Genau. Okay. Mach ich doch hier wieder zu. Genau, da fließt's runter. Okay. Das ist gut. Dann kann ich das hier wegmachen und mit einem Stein ersetzen. So, jetzt wird's doch hier. Ja. Genau.
Machen wir hier aber trotzdem eine Stufe rein. Und hier eine Stufe rein. Und hier können jetzt wieder Steine rein. Zack. Ja. Jo. Ja, genau so. Das fließt aber weiter, ja. Okay, perfekt. Dann hier vielleicht den Gravestone mal wegmachen. So. Okay, so langsam wird es hier wieder. Das brauchen wir. Dann machen wir hier einfach noch eine Reihe hin. Zu. Ist schöner, finde ich. So. Genau. Machen wir hier noch einmal die zwei weg. Oder auch diese hier weg. So. Ja, so wird das doch wieder ein bisschen schicker alles. Machen wir das hier auch weg. Und da machen wir einen hin. So. Ja, genau, okay, cool. Dann haben wir auch Gestein. So. Wo war denn jetzt dieses andere Schienensystem? Das wollte ich euch ja eigentlich zeigen. Okay, so. Hier noch weg. Jawohl, okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie ihr vielleicht merkt, von den ganzen Sachen jetzt hier gefunden und dann den Fluss da begradigt. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Pflasterstein habe ich hier noch, das kann ich ja drauflegen. Kies braucht im Grunde keiner. Feuerstein. Daraus können wir uns ein Feuerzeug bauen. Das brauchen wir auch, um aus diesem Obsidian das Netherportal quasi zu starten. Zypressenstamm, das kann auch weg. Marmor. Oh, Marmor ist gut. So viel. Fichtenholzbretter. Die brauchen wir erstmal nicht. Die können hier oben drauf. Leiter brauchen wir auch gerade nicht. Genau, so. Dann lasst uns doch mal einmal schauen, dieses Höhlensystem. Wobei, nee, entschuldigt. Gehen noch einmal hoch. Ich bringe die Sachen in Sicherheit. Sonst ist das irgendwie, wenn ich dann sterbe, ärgere ich mich. Dann mache ich mal eben das. So, dann kann das auch weg. Schon mal, zack, den Marmor auf die Hand. Ja, gut, das da noch einen hin. Okay, die Hacken sind auch weg. Gut, da noch mal hoch. Gut, dass alles schon funktioniert. So. Hier schnappe ich mir mal ein paar Gurken. Ah, hier wäre gut, noch so eine andere Lagerkiste irgendwie zu haben, so eine normale.
diese Großlager sind ja erstmal nicht wichtig. Also für so die kleinen Dinge. Ich gehe aber mal ganz hoch. So, hier kann ich den Redstone schon mal reintun. Hier das sind zwei über, okay. Den Pflasterstein, der ist wirklich egal. Dann habe ich hier nur Pilze, die brauche ich erstmal nicht. Obsidian auf jeden Fall einlagern, die Schienen auf jeden Fall einlagern. Diamantspitzhacke, ja, die lagere ich auch ein. Müssen eben noch eine andere bauen. Eklogit, ja, aus Stein. Die Glasscheiben können rein. Hier mal eben. Jetzt bauen wir noch zwei Hacken. Und dann geht's nochmal runter. Ich nehme auch mal eine Eisenspitzhacke. Das wäre auch wichtig. Ja, doch. Gibt ja Gold unten. So, diese. Eisenschwert habe ich. Ich baue aber mal noch eins. Lieber zwei. Das sieht nicht mehr so lange haltend aus. Genau, drei Eimer. Wer braucht die? Niemand. Zack. Zack. Ja. Was habe ich im Reiserucksack? Ja gut, was mega wertvoll ist, ist da jetzt auch nicht drin. Na gut, dann gehen wir ein bisschen auf Abenteuersuche. Ich lege mal hier doch noch ein bisschen den mal. Ja, das, den ganz wichtigen Eklogitstein, den finden wir ja so selten. Ne, das Eisenerz packe ich hier auch rein. Baumwolle können wir unten rein tun. Marmor können wir unten rein tun. Ein bisschen Erde packe ich mal hier rein. Kommen dann doch hier Bogen, Pfeile, das hier, die Hacke. Na, wie es dann so geht, ne? Ach nee, passiert schon nichts. Und dann zack, boom. Alles kaputt. Das wäre wirklich, ja, den ganzen Knickknack hier. Schnickschnack, Knickknack, den brauchen wir nicht. Dann machen wir hier Feuerstein, ja, den brauche ich. Die Leiter kann hier wieder rein. Pfeil und Bogen. Mein Gott, Ordnung. Ordnung ist das halbe Leben. Aber hier gerade nicht. Hier ist alles, aber keine Ordnung. Der Ordnung zum Trotz, sozusagen. Jetzt hier einmal runter. 21 Minuten schon. Wo geht die Zeit immer hin? So viel zu tun, so wenig Zeit. Komm, rein da. Bumm. Ja. Zack, zack, zack. Das ist alles gut. Hier die Fackeln brauchen wir jetzt. Denn wir stellen jetzt wieder auf leicht. Und jetzt hier wird hier wieder Monster gedöns. Hey. So. Und es geht nach drunten wieder. Yeah. Jawohl. Und dann geht's hier nach. Ach so. Jetzt gibt's ja hier wieder garstige Gesellen. Boah, ich habe in einer, als ich hier so runter bin, ne, dann, ach, das war so eklig. Ich hatte wirklich komplett, eiskalt ist es mir den Rücken runtergelaufen. Da war so ein Enderman, also die man nicht anschauen soll, ne, mit diesen Augen. Boah, der hat so ekelhafte Geräusche gemacht. Und, ja, hier wollte ich hin. Schaut mal. Es sieht aus wie ein verlassener Stollen. Da will ich jetzt mit euch hoch. Und schauen. Okay, hier läuft die Lava entlang. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Okay, das ist schon mal alles geschlossen. Ein paar Spinnweben. Hier könnten wir eine Fackel hinhauen. Und hier müssen wir irgendwie dann drüber, ne? Über die Lava. Gott sei Dank habe ich noch Pflastersteine dabei. Und ich bin gespannt, wo es hier hingeht. Ne? Wo das hier hinführt. Ins Dunkle. Oh, ach so, Eisenerz. Ich dachte, das wäre Gold irgendwie. Mach ich schon mal hier eine Fackel hin.
Jetzt geht's ja hier wieder los mit Gedöns, ne? Kreideeisenerz. So. Ohne Kiste? Cool. Empty. Ja, das ist nicht so cool. Dass sie empty ist, aber mit einer Lore wird die. Hier ist ein Eisending. Spannend. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn? Hm. Das ist ja cool. Nochmal so ein Lavafluss. Ui, was ist denn hier alles? Cool. Eisen. Eisen nehmen wir natürlich mit. Das brauchen wir immer. Ach, dann war das in der Höhle vielleicht auch einfach nur Eisen. Und ich dachte, es wäre irgendwie Silber. Wichtig ist hier überall Fackeln hinzumachen, ne? Dass da kein Monster spawnt und uns überrascht. Aber wo geht's denn hier hin? Hoffentlich finde ich wieder zurück. Wo lang war es jetzt von hier? Kam ich, oder? Ja, genau. Was denn in der Kiste? Ah, Eisenbarren. Cool. Ein Sattel. Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Mit diesem Sattel, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie es geht, aber da kann man ein Pferd reiten. Und dann, das plane ich ja auch noch. Ach, das wäre cool. Oh, das freut mich. Ich plane ja auch noch mit euch, ne, die Welt zu erkunden. Das heißt, wenn das hier mal so weit steht und wir ein Netherportal haben und bliblablub, dann werden wir ein bisschen ausreiten sozusagen. Oder ich dachte eigentlich ans Ausschreiten, aber jetzt, wo wir einen Sattel gefunden haben, können wir dann ausreiten. Dann geht das auch schneller. Ja, komm her. Ja, komm, mein Creeper. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlicher. Na? Ja, okay, das ist natürlich jetzt eine blöde Kombination. Der muss doch sterben jetzt, der ist doch voll Lava. Stirb! Jawohl, das Skelett on fire. Also. Mein Gott. Nervig. Nervig, der Gesell. So. Okay. Oh Gott. Mein Gott. Herzinfarkt! Wo kommen die nur alle her? Hier muss doch irgendwo ein Monster spawnen sein. Da höre ich schon eine Spinne. Oh Gott. Das ist echt diese kleinen, ne? Und das sind so hässliche. Also so. Es ist ja keine schöne Grafik und nix und. Dann immer die Geräusche, ne? Und dann kommen die und ich finde das echt, ja. Es ist total krass, also ich habe hier fast mehr Aufregung als hin und wieder beim PvP. Also das fasziniert und verwundert mich zugleich. Ich hoffe, ich baue hier, ich finde den Weg zurück, meine ich. So, muss überall was leuchten. Wo ist der denn schon? Wo bitte kam der her? Also ich muss sagen, mit Eisenrüstung ist das Ganze schon wesentlich entspannter. Da können die eigentlich sofort töten. Ich halte ein bisschen mehr aus. Hier kam der bestimmt her. Der garstige Lump um eine Ecke gekrochen. Boah, ist das riesig, oder? Ist das riesig? Hier geht's nochmal hoch.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geil. Das ist richtig cool. Machen wir hier. So, jetzt hoffe ich zurückzufinden. Ich sehe, die Zeit drängt. Wir schauen noch einmal, was in dieser Kiste dort ist. Hier noch zwei Fackeln rein. Ne, dass die alle, dass sie nicht dauernd überall spawnen. Was ist das hier? Das ist Eisenerz. Ja, das nehmen wir mit. Ist immer gut. Zack. Jawohl, und das hier. Mensch, ist das cool, dass wir einen Sattel gefunden haben. Das ist der Hammer. Was haben wir denn hier? What have Ancients? Okay. Den Faden lasse ich mal hier. Wow, cool. Ist das gut, ey. Ist das cool gerade? Wo ging es denn nach Hause? Hier, ja. Voll Schätze bewegen wir uns gegen Heimat. War das hier? Nee. Hier war eine, genau. Komm, halt hier machen wir mal wieder schön. Dann haben wir uns hier vorbeigearbeitet, genau, und hier sind wir hochgegangen. Ja. Oh, nee, 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 nee. Verpiss dich. Wo kam der denn wieder her? Wo kam der denn her? Ah, da ist noch einer. Wo kommen die denn her? Die Fiesen. Oh, noch einer. Geht's nochmal ab zum Schluss hier. Wo war es denn? Wo war der Ausgang? Da. Okay, ich fand die Folge fing etwas ruhig an, ne, und wurde jetzt zum Schluss nochmal richtig spannend. Ja, jetzt bringen wir schnell diese Schätze nach Hause, bevor... Nee, nee, andersrum. Da. Bevor hier noch mehr Getiers und Unholde uns angreifen. So. Okay, ja. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich fand's cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder einen Kommentar. Gerne auch ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge seht. Bis bald.